Ein Antagon. Ein Antagon. Und ich glaube, zwei, der Alpha war Igel. Ich glaube, 2-2 war ich. Ja, aber Lancer zwei Alpha ist Igel. Nein, ich war vom Lancer Bravo ist Antagon. Lancer, holy fuck. Wow. Bitte ja. Und danke, Push to Top. Und danke, Push to Top. Wir gehen jetzt mal dicht immer fehl, sobald ich rede. Sport. Wow, ich bin jetzt 15 Stunden weiß, aber der hat noch keine FTLs. Ja, du bist echt, ich krieg Unterhose und ein T-Shirt. Weiß nicht, ob der welche holt, vielleicht schon mal null. Unterhose und Command mit. Ja, ich bin schon mal nach Passive-Craft holen gegangen. In Unterhose. Er fragte, warum ich nackt Passive-Craft gehe. Ich sagte, ich hab Unterhose und ich bin nicht nackt. Wir machen zwei Feierteams. Okay. Was ist Passive? Wir haben eh noch 8 Leute oder so. Steam. Okay. Okay. Ich hab gedacht, du musst dir gewandt bestellen. Was war die über so, jetzt regnet es. Ja, Lancer 60, okay, das ist cool. Schreibt ihr das auf die Map vielleicht einfach wie? Bitte, was haben wir in Lancer? 60. Warte, ihr habt 70.1 und 70.2. Der Mann Max. Okay, ich hasse Gott. Ich hätte gerne eine Regenmarke. Und wenigstens was ein Talking. Kostet 60, wir greifen 61, 62, 63, Fireteam. Ja. 61, 62, 63. Ja, 60 Uhr. Stimmt. Fadenkreuzen sollte ich haben. 61, Antrag. Keine Ahnung, welches Spiel da. Wie viel seid ihr insgesamt? Hitfire. Was ist? Voll. Wir sind voll. Also bei euch gibt es komplett aus, alle Fadenkreuzen für Leute. Haha. Das ist komplett 10. Dann habe ich 30. Ich habe Medium. Ausgerüstet wird gleich. Ja, okay, gut, weil ich hätte gerne noch irgendwie. Also, ich nutze immer XL-Bomben. Was ist denn das? Aber es ist wichtig, dass wir hier noch Spaß haben auf Twitch. So, Nein, das ist aber für eurer Ehre, das wird zum Foto. Was? Jetzt will ich aber auch. Ja, ja, ich weiß. Ich glaube, what the fuck? Das finde ich immer so blöd. Meine Gruppe. Handbegangen. Faktisch. Jammer nicht. Ich bin der Neger, sie da neben mir. Hm? Ah. Auf beiden Seiten. Und ich hab nur meine Kurzhaarfrisur. Mein Gott, das geht mal. Sandwich. Ah, er ist sogar das oh, yeah. Die Wurst im Brot. Aber verschieben wir das nicht. Wurst, nicht die Wurst. Das spreche ich wieder in den Namen. Jetzt du von Wurstbrot, Kifferkumpel. So, Grützel, du bist mein Medic, oder? Jo. Und markieren. Wir sind Channel 61, habe ich mitgekriegt, oder? Positiv, wir sind Channel 61, dann kannst du schon mal gehen und dich ausrüsten gehen. Oholic, was bist du? So, Antagon, wenn du jetzt mal zuhören würdest, könnte ich dir auch sagen. Du nimmst dir dann nochmal einen Einwegwerfer mit. What the fuck? Ich weiß nicht, was du falsch machst. Ihr hört mich, oder? Ja. Passt, dann hör mal zu. Deine Leute sollen sich jetzt ausrüsten, wie du es brauchst. Weiß ich nicht. Alpha Team. Also du bist Bravo, deine Leute sind Bravo in Lancet. Ihr seid... Mit wem redest du? Mit dir, weil du okay, ich hab's geahnt. Okay. Deswegen habe ich auch, glaube ich, schon 10-mal deinen Namen gehört. Ach so, glaube ich, eine Kiste. Okay, jetzt. Nee. Okay. Willst du vielleicht ein Support-Team mit dem MG? Ja. Ja, ihr habt nur noch einen LMG schon im Slot. Nein, ein oder beides zusammen? Nein. Ja, dann nimm ein MMG mit. Ja, kannst du auch machen, habe ich kein Problem mit. Kort bist du gut? Dann nicht vergessen, AT braucht ihr nicht. So, wenn ihr das MMG habt, ist AT eher überflüssig. Okay, glaube ich. Ihr seid auf der 62.
Ja. Kannst du mit dem MG umgehen? 60 ist klar. Relativ. 62. Dann schnapp dir mal was Leichtes. Kannst du das gucken? Jawohl. Seid ihr Sword oder seid ihr Lance? Lefty? Lefty? Nur ganz kurz, Herren. Ich bin Fireteam-Leader. Jo? Ja. Okay. Ich bin schon drauf. Oh, ich bin schon drauf. Das hab ich noch und. Oh, Sword. Bist du jetzt im Slot, Fireteam-Leader? Ja, ja. Ja, das ist für mich. Sojo, okay. Schnapp dir mal. Aber wieso kann ich mich nicht finden? Ein Einmalwerfer? Ja, bei mir gibt's nicht so. Und dann sonst einmal Raketenwerfer. Achso, ja, okay. Ich hätte dich dementsprechend aus. Bitte? Schau mal, da wir sowieso Nachschub kriegen, ob du nicht ein paar Gewehrgranaten mitnimmst. Chris? Die Gewehrgranaten. Ja, du Unterleute. Ich hab ein Magazin. Du? Also meinst du zum Unterlauf oder wie? Genau. Chris gefragt wegen. Okay. Explosive, Small, Wünsche. Okay. Ja, hauptsächlich Explosive, außer du kannst noch ein paar Flares oder sowas mitnehmen. Ja, was denn? Ich war bei Sword. Damit wir im Zweifelsfalle welche haben. Pentagon, noch besondere Farbe, Wünsche? Oder? Was? Noch besondere Farbe. Wünsche? Wer redet? Jan. Ja, eine bestimmte Farbe von Flare. Würde ich hier nochmal weiß nehmen. Ja, also, bitte? Bei mir irgendwelche Wünsche? Ich hätte jetzt 10, 40 mm HEs dabei und 5 Flares. Plus ein White. Würde das passen? Passt du? Würde passen. Ja, ja, ich verstanden. Bist du? Ja. Ja. Ich bin schon blau gemacht, danke. Ich bin hinter dir. Dabei? Okay. Scheiße. Soll unser Team dann jeder komplett eine Airstrobe über attachen? Oh, Holek. Hier, da wo ist noch Oleg? Ja, lauf einfach. Hier. Ah, das ist ja Oleg. Kann der Kamutter Semmel gehen? Dann gibst du ihn noch. Ah, Igel, welche Farbe nehmen wir? Sekunde, will ich gleich klären. Gut, sehe ich, glaube ich, steht auch schon mit. Nur was geht. Wir nehmen Rot. Okay. Radio Check 51, 61. Radio Check, stay cool, 61. Check. Stay, wenn's du fertig bist, dann fertig mal in Check Deck noch rot ein. Check, Mois. Ivi? Jop. Gerichtslos. Check. Ob ihr mir freigeben könnt für Zed als Radio Communicator. Für Zed als Radio Communicator. Check kann ich machen. Ich geh jetzt nochmal kurz mit Pastor ab. Funkfrequenz ist 63. Der ist jetzt in der Ahnung, wo Kosto gerade ist. Ich schätze da hinten bei der Kiste irgendwie. Nein, da links steht er doch. Kosto? Kosto? Ich soll Oholic als Radio Communicator abstellen, ist das so in Ordnung? Earplugs, danke. Ja? Oholic ist abgestellt. Okay. Ist der Costa, wo ist denn Zed? Der lief gerade weg mit Xizo, aber passt. Warte einfach. Ja, auf ihn. Das heißt einfach große Funke, fertig. Ich vermute einfach Magazin und ein bisschen Medic Stuff. Und ganz normal halt. Bei mir lebt er noch. Ah, jetzt. Oh, ne, dann. Das ist ja. Magazine für mich. Ne. So, verstanden. Soll ich die Antwort stellen? Ich weiß. Mach. Hat schon angefangen. Ich leg's dir einfach hin. So, das ist ja. Ich glaube, es auf jeden Fall abgeschlossen. Dann nochmal 3. Das ist zwar nicht, aber sie sind. Okay. Ich funk mal mit der Kleinen. Stay, Grützel, wenn ihr dann fertig seid, dann treffen wir uns wieder unter der Laterne.
Punkt, Glück auf 16. Alles klar, den Raketenwerfer, diesen RGW 90, oder? Einen Moment, ich überprüfe kurz. Radio check. Rot ist einer weniger. Check. Ja. Wir haben einen abgeben. Okay, was habt ihr da? Was tragt ihr? LMG, CFR, Intermarine. Ist dieser RGW-Raketenwerfer, ist das ein Einwegwerfer? Ja, check. Bist du Holek? Du suchst dir gleich mal Save, wenn er wieder da ist. Warte, du Holek muss auf Save aufpassen. Oh je. Einen Moment kurz, ich frage. Jungs, ist der RGW-Raketenwerfer, ist es ein Einwegwerfer? Ja, RGW 90 ist ein Einwegwerfer. Stay, dann hol mal den RGW noch mit. Also ich hab jetzt nur noch 3 Mann Fireteam Stärke. Ja, den RGW hab ich dabei. User left your channel. User joined your channel. Jo. Ja. Kann ich übernehmen von mir aus. Bubble. Quabbel, einmal umdrehen. Quabbel. Hör mal meinem Fireteam, rüste dich als Grenadier aus und stell dich dann hier wieder auf. Hört ihr die? Weiß es nicht. Das sieht so abwesend aus. Jetzt blickt sich um. Oh, ich glaube, da kann ich reden. Denk dran, nur HE mitnehmen. Du brauchst keine Panzer bekämpfen. Ich hab nur einen Einwegwerfer bei mir angeordnet. War. Nichts sind sicher zu. RGW war auf HE reinstopfen. Grabbel. Oder was gibt's da noch? Airbus oder Grabbel. So. Der sieht in der Tat abwesend aus. Sehr interessant. Ja, da ist er. Grabbel. Das hört uns, glaube ich, nicht so. Er kann nicht reden. Der ist ganze Zeit. Okay. Fertig? Mhm. Fertig? Jo. Also, fertig? Nachdem Quabbel jetzt noch nicht bei mir beigetreten ist, wäre Rot auch schon fertig. Unsere Funkfrequenz ist 70.1. Was, wo muss ich beitreten? Was? Ah, jetzt ist es. Quabbel hier bei der drüben. Ja, wo? Einmal umdrehen, hier. QE. Andere Richtung. 180 Grad drehen. Zum gelben Licht. Hinter dir. Eins, gelbe Licht. Zum West. Gelbe. Hier. Einmal umdrehen. Oder ich komm zu dir. Hier. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er... Der QE macht, da gehst du jetzt in Check-Tech rein. So. Ich muss sagen. Mein Gott. Richtung 150, 155 zu 100 Meter. Hier ist direkt vor dir. Außer Kurbel. Außer Kurbel. Von der Show, ja. Bei mir steht niemand, ich weiß nicht, vielleicht habe ich einen Sichtsinn oder so. Okay. Siehst du Gerütze vor dir? Nee. Also direkt vor mir habe ich jetzt zum Beispiel Klaubi, Igor und Holle. Okay, ich stehe vor deiner Nase, ich glaube, du musst reconnecten. Dann hast du einen Lag. Schau mal, dass du entweder Eagle Eye, Gerütze oder Stay QL in Sectic joins und rüste dich mal als Grenadier mit aus. Alles klar. Funkkanal 61. Ja. Und welche Farbe soll ich joinen? Welche Teamfarbe? Rot. Rot ist Team. 155 zu meinen blauen Jungs setzen. Ja. 70, 70 gucken wir beide. Und 70 insgesamt. Also ich glaube, er leckt richtig hart. Wow. Hat er gar nicht leckt? Ja, ich weiß nicht. Der hat schon mal ja. Das ja. Doch, ich. Das ist der im Channel. Soll ich? Ne, er hat schon wieder das verwechselt. Sollte ich lieber einen Helm mitnehmen? P drückst ganz. Ja, bitte. So, du weißt ja, alles aus dem Helm im Feld auffällig als wird als erstes getötet. Also ich überlebe länger, wie nicht. Deine ganze Funkgerät vor allen Dingen. Ich wollte gerade sagen. Ja. Ich geh dann so, warte. Heron, hast du jetzt V mitgenommen? Kann ich schießen? Okay, gut, dann töten, aber du dich um. Ich steh nicht so weit. Beweg mich dann so. Kosto, Rot ist eingeteilt, wir haben Quabbel jetzt an Heron abgegeben. Testi juckt dein Arsch. Auf 3 Mann. Jetzt ist er 3 Mann.
Ebenfalls. Ja, toll. Grün so, stay, wenn du fertig bist, dann komm nochmal zurück zur Gruppe. Wir machen uns einen Abfahrt bereit. Yep. Im Feld werde ich dann vermutlich mit euch rumlaufen. Als vierte Mann, beziehungsweise ihr mit mir. Verstanden. Komm nur kurz aus dem Finden gleich heran. Ey, das gibt's nicht. Jojo, noch hast du Zeit. Jo. So, warte mal auf der. Ich glaube, warum hat sich meine Funke jetzt schon wieder resettet? User in your channel timed out. Weil deine Funke keinen Bock auf dich hat. Ja, ich merk's schon. Aber zum Glück ist es nur die große Funke und wenn Kostu bei mir rumrennt. Kostu fahr weg. Hey, noch einer bei grün weg. Verwendet sie in der Nacht alle das ACOG? So. Dann. Es geht. Du das 3D-ACOG hast. Igel? Du aber ich habe eine Lampe. Ich habe dieses. Moment. Ja, jetzt dürfte ich wieder auf der 60 sein. Passt. Radio-Check. Passt, ja. Fertig. So, warte, jetzt stelle ich nochmal ein. Du bist auf der 61 da mit deinen Leuten, okay? Ja, genau. Wir haben 61, 62 und 60 genommen bei den Squad, Fight-Teams. Steht alles auf der Map. Oder? Erkennen, wie viel Schuss Muni hast du? Wahrscheinlich 10.000. Stereo-Setting, Stereo-Set, das ist der Wissen. SQL, ist hier Kostu oder so? Kostu hier. Kommst du mal kurz mit und wo ist Chris? Chris ist wahrscheinlich bei den drüben. Stell dich mal hier ins Licht da, dahin. So, Chris ist da, perfekt. So. Jungs, wisst ihr schon genau, was wir hier müssen so, oder müssen wir das wirklich her? Ja, das ist klar. Okay, ihr könnt auf jeden Fall erstmal eure Leute aufsitzen lassen, das könnt ihr tun. Dann macht man das jeder von euch nochmal kurz durchcheckt. Kann man. Aufsitzen lassen, wo ist denn der hier? Kann man, perfekt. So, dann muss ich das jetzt hier erstmal lange machen. So, dann kommt so, wir müssen nach Sangin East und wir werden bei der LZ Alpha rausgeflossen, ja? Sangin East ist hier doch älter, für den wir fahren müssen. Wir wollen da auf jeden Fall nicht mit ganzer Landstärke rein. Einfach am besten, was ich, in einer Bäume schon mit 2-3 Nasenstärke rein. Weil sonst der Typ hat richtig Angst kriegt, weil der jetzt mal umgeschossen wurde. Das ist der Plan. Das ist halt die Frage. Ich hätte halt gerne ein Team auf den Punkt Lens, User left your channel. Ich setze mir hier auf RP1, wäre halt der erste Punkt. Ich weiß nicht, du hast halt da halt kaum den Ausdruck. Und die anderen würde ich halt gerne irgendwie südlich, die sind halt ein bisschen halt weiter weg. Mal schauen, wie das halt wird und wie schnell wir das sagen. Okay. Ja, wir sollen halt diesen Dorf jetzt befragen, wo. Weil wir sollen halt diesen Dorf jetzt befragen, wo, ob er weiß, wo halt die Teile sind. Das sollen wir tun. Weil es kann halt sein, dass die Dinger wieder auseinandergenommen wurden. Die Fahrzeuge sind zurückgelassen. Okay, also Jungs, ne, vorab der Mission nochmal. Ja, ihr habt's gehört, ne? Check your fire. Erst Feind identifizieren und dann schießen. Ansonsten, Feuerstatus ist bei mir erstmal gelb. Mhm. Solange ihr nicht direkt beschossen werdet, schießt ihr auch noch nicht, ohne meinen Befehl oder von Kostu. Ja. Nee, da ich glaube, und ansonsten habt ihr auch alles mitgehört vom Briefing. Ich will ja nicht viel erzählen. Ja. Okay, warte. Warte, falls ihr euch unsicher seid, könnt ihr mich holen. Ja, alles klar. Ich denke mal, so, was ich da jetzt halt mitgehört habe, nachdem Nate nur ganz wenig Leute braucht, sozusagen als Nahsicherer, werden wahrscheinlich wir damit gehen.
Mhm. Und aber es ist noch unsicher. Ich weiß es nicht. Praktisch bei wem rennst du eigentlich mit? Bei denen, die ganz vorne sind. Bleib mal noch kurz hier, ich komme gleich wieder. Oh. Ah ja, so verstanden, soll ich mal drauf sein können. Soll ich sogar schon drauf sein? Ja, ich bin da nicht. Also über 5 ist... Ja, okay, also... wo ist mein eigentlich schon? Ja, hier gerade vor der Go-Head. Boah, RP spielen besser nämlich schon. Ja, habe verstanden schon. 10 Minuten Abmarsch oder Killen. Also, okay. So, Jungs? Also, warte, durchgeben, wenn wir drin sind oder wenn alle... Hast du jetzt Vorbild bei dir? Ich gucke, ich gebe mal ein. Negativ, sind wir jetzt nur zu... Cable Ties mit? Cable Ties? Nein, aber kann ich noch mitnehmen. Ja, ich habe mal 5 mitgenommen. Ach so. Ja, ja, es wird schon passen. Ja. Ah, der Sieg ist noch dabei, oder? Bitte? Du bist noch bei Mystic, oder? Ja, ja. Wie läuft's so? Schon eine Weile her, seit ich... Lässt du dann deine Leute auch gleich mit aufsetzen? Ja, ja. Ach, ja, im Grunde werden jetzt eigentlich immer nur Zeus-Events gespielt, also die letzten 3-4 Male, die ich dabei war. Ja, ziemlich viel neues Frischfleisch, generell halt bei der Taskforce dabei. Merkt man auch, dass das bei den Events halt teilweise ziemlich, ja, unkoordiniert abläuft. Aber so finde ich das jetzt ganz, ganz cool, das AGM. Rot ziemlich nice, wenn ich schon komme. So, Rot, sagt dann Leuten, gleich auf den Helikopter aufsetzen. Müssen wir abwasch bereit. Entschuldigung, Blau sind jetzt auf Helikopter. 60. Meine Funke sind... Ja, meine Funke sind zugestellt. Der Flug ist fällt noch ab, Mann. Oh, ja, okay. So kann ich nicht aus. Sorry. Ja. Nee, ich hänge gerade so rum. Ich hänge in Radio Check on Frequenz 6-0. Copy. Ich sitze hier hinten auf der Rampe, keine Ahnung, wie ich hinten in die Sitze reinkomme. Steigen wir nochmal aus und steigen nochmal ein. Nein, geht nicht.
Negativ bitte wiederholen. Ah, nach neuen Menschen, also der Afghaner muss bei uns mitlaufen, allerdings versteckt er kein Epi oder wegen seiner Religion, deshalb nur Bandagen, Morphium und dann tun wir Cassie weg, Medivac anfordern. Ja, so verstanden, kein Epi. Stay, und ebenfalls verstanden. Positiv. Jungs, wir fliegen jetzt die feldgelandete Zone an. Nicht absitzen, nicht absitzen. Nicht absitzen, so verstanden. Igel, nur zu meinem Verständnis, ist der Backtasch der Ana Dolmetscher? So, das ist korrekt. Der ist es praktisch und du dürftest ihn auch rausstechen sehen mit seiner Uniform. Jo, so verstanden. Wow.
Dann, wenn wir gleich gelandet sind, absetzen, Abstand gewinnen und Sicherung Ost aufbauen. Fahrzeug Nordost. Check. Okay. Meinst du diesen LKW? Okay, dann. Genau, den LKW sieht leer aus. Genau. Also verstanden, nicht gewollt. Wir haben hier direkt vor uns zur Nase einen LKW, sieht allerdings leer aus. Frage überprüfen kommt. Werkstatt, Frage, Entfernung kommen. Entfernung 20 bis 50 Meter. Okay, negativ, nicht beachten. Vorstoßen Richtung Ost in den Wassergraben und dann den Wassergraben Richtung Süden folgen. So verstanden. Okay, Reihenfolge ist Ruf Grünblau. Okay. Falls du möchtest, unser interner Funkkanal ist auf der 61. So, jetzt in den Wassergraben Richtung Ost vorstoßen, da reingehen und dann einfach Richtung Süd laufen. Ich wiederhole es nochmal, check your fire, bevor ihr nicht geschossen werdet, nicht feuern. Pass auf, da ist ein Panzerwrack. Wir haben hier direkt links von dem Wasserfluss da einen Panzerwrack stehen. Letzten Funksprich wiederholen. Unsere Armee, der Flammenschirm hat sich bereits an die Kämpfer aus. Ich wiederhole, direkt am Wasserufer befindet sich auf der linken Seite ein Panzerwrack und Motorgeräusche Südost. Das ist eine Schafsherde, eine Ziegenherde. Ich sag's grün, marsch, bleib. Wir haben hier direkt neben uns ziviles Fahrzeug und eine Ziegenherde voraus. Wir sehen auch einen Zivilisten. Frage vorgehen. Sobald ihr euch bemerkt, weltoffen zeigen und den Dolmetscher sprechen lassen. So verstanden, wir haben den Dolmetscher auch direkt bei uns. Sollen wir mal mit der Kontaktaufnahme beginnen? Ja, der hat uns eh gesehen. So verstanden. Okay, Jungs. Waffen senken, Rot und Dolmetscher mitkommen, wir nehmen jetzt Kontakt auf mit dem Zivilisten. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam, Petrosti, Fubas, Titan, Fubas. Wie können wir mal auf? Nichts, alles gut, alles gut hier. Alles gut hier, Wölfe in der Nähe.
Trotz Sicherung. Nein, nein, auf. Alles gut, alles gut. Ziel gut. Ziel gut. Ja. Nee. Muss man noch die Dio, ne? So Abstand zu grün halten. Ja, zu rot halten. Ich nicht sehen. Kein Clusterfuck bitte, wenn es geht. Letzter Brücke, die haben schon was rüber stand. Wie geht's deiner Familie? Okay, ich muss arbeiten. Geht weiter. Ha, Rostbusch. Ja, wir können weiter. Noch ein Fahrzeug. Jungs, wir machen hier keine Straßensperre. Ja. Baktasch, was wollte der Mann? Achtung, lass den Mann vorbei. Der arbeitet hier. Okay. Gut. Dann rot-weit vorrücken. Grün und blau. Wie folgt vorgehen. Okay, rot wieder an die Spitze von diesem Wassersenke. Das heißt. Oh, richtig, was der Fuck. Ja, du gehst einfach vor. Lass den Stoppen. Hier. Oh. Ja, das denke ich mir. War gut mit gedacht, hab ich echt. So, rot vorne an der Straßenkreuzung, dann nach West, nach Osten einbiegen. Vorne an der Straßenkreuzung nach Osten einbiegen, verstanden. Frage, wie weit ist ungefähr die Straßenkreuzung entfernt? Die war vor 50 Metern. Ah, check. Aber Moment. Nee, ich einfach direkt Richtung Ost einschwenken. Und 200 Meter zum Compound vorrücken. Habt ihr nicht sowas auch in Großbritannien? Mondfelder. Helikopter. Jungs. Links zu dem dreisteckigen Gebäude, wir dringen da erstmal ein und sicher. Was? Hier sind Zivilisten, wollt ihr einfach in ihr Haus stürmen? Was soll das? Wir werden uns höflich bei ihnen entschuldigen. Taschenlampe an, aus? Erstmal aus, Nachtsichtgerät benutzen. Salam, Bobachschen, oder hey, stay, geh du mal hoch und sichere die Stockwerke. Oh, ich komm, Frauen, ziel uns ins südliche Gebäude. Ich bin nicht mit ihrer Politik einverstanden. Das melde ich meinem Vorgesetzten. Ich finde es auch nicht wirklich in Ordnung, aber es geht im Compound 360 Grad Sicherung mit Schwerpunkt Richtung Nordost. Im Süden, im Dorf sind verbündete Einheiten, werden hier einrücken. Im Westen von uns befindet sich Sword. Fragen? Komm. Wissen Sie, genau deswegen gibt es Tage? Negativ. Ja, ich glaube aber nicht hauptsächlich das. Rücksichtslos Amerikaner. So Jungs, Schwerpunktsicherung Nordost, im Westen befindet sich Sword, von daher eigene Einheit. Verteilt euch schön im Gebäude. Bait, hörst du mich? Ja. Dolmetscher befindet sich im Westen im Gebäude bei dir. Check, ja. Sobald alle Stellen sind, können die vorrücken. Zu 19932. Primärsicherung Nord, Ost, im Westen sind eigene Einheiten. Verstanden. So,
Soll ich hier oben bleiben oder soll ich runterkommen? Wenn du eine gute Sicherungsposition hast, bleib erstmal dort. Blau, bitte ins dreistöckige Gebäude, rot bitte raus in Richtung Süden. So verstanden. So verstanden. Jungs, okay. Komm, wir sollen aus dem Gebäude raus. Blau ersetzt unsere Sicherung und wir sollen Richtung Süden erstmal. Blau ist da. Bei mir dann durch. Okay, hast du wirklich was gedacht? Geh mal auf die Karte. Warte, check. Der Rest von Rot kannst du auch gleich mitmachen. Auf 199 322, der rote Kreis. Ja, check. Dort sind, ist der Dorfältester. Dein Fireteam geht mit dem Dolmetscher dahin. Sollte es Schwierigkeiten geben, anfunken. Ist klar, so verstanden. Wir erwarten nichts im Dorf, aber falls das wäre. Wir gehen dann alleine rein. Frage, sollen wir dann auf der Straße mit Taschenlampen einfach nochmal reinmarschieren oder gleichen vorgehen? Checkfrage. Ja, Kostu, hast du schon Richtung Süd einmal durchgeschaut, ob du irgendwas machst? Ja. Dolmetscher, da ist ein Zivilist im Norden. Ist ja ein LKW von. Ja. Schick ihn weg, Dolmetscher. Schick ihn weg. Okay. Yalla, yalla. Wo ist Said? Achso, Said. Said? Sollen die leise. Ja, soll ich mich mit dem Dolmetscher reinschleichen oder sollen wir mit Taschenlampen auf der Straße in die Ortschaft? Check. Actually, Blau, meine Zivilisten 200 Meter Süd. Wir sind 200 Meter vor Eigner, eine zivile Gruppe sowie zivilen LKW und ETV. Blau. Also Jungs, ihr könnt den Battle, sobald der Dolmetscher wieder da ist, gehen wir. Alles klar. Blau, der TV kommt glaube ich bei euch in die Bude rein. Dann schickt den, schickt mir an, Dolmetscher. Ja, check. Bis jetzt. Dolmetscher ist unterwegs. Der hier. Schick mir Dolmetscher. Fahrzeug nähert sich aus Süd. Check. Fahrzeug Süd. Das geht uns in der Straße. Also besser. Besser Licht angemacht. Holz. Okay, der Zivilist darf hier ins Gebäude, das ist sein Gebäude. Macht jetzt dreckig, blitzen dann. Hätten wir das Licht angemacht. Wollten die mit Deppchen klar? Im Moment, wenn du auf einem Holzboden. Gerützel? Ja. Dein Trupp ist da schon vorgelaufen gerade. Ach, schon Richtung Süd? Scheiße. Ja. Achso, Kostu, die sollen Bescheid sagen, wenn sie den Doppelsten getroffen haben, okay? Rot hier, actual, komm. Rot hört. Actual, Meldung, sobald Treffen mit Doppeltesten erfolgt, komm. So verstanden. Action, Ende. Haben die irgendwelche Waffen bei sich? Ist im Gebäude vor dir. Oh, ein Dolmetscher bei uns, der Zivilist möchte hier noch. Was musst du ran kosten? Sergeant? Ich weiß, die sind nicht ganz im Einklang mit mir, aber wenn wir da gleich reingehen, möchte ich, dass ich alleine mit da reingehe.
Wir werden uns in den Compound bewegen, allerdings im Gebäude dürfen Sie dann alleine mit dem Ältesten reden, okay? Ich überlasse Ihnen Ihre Freiheit, allerdings muss ich dafür Ihre Sicherheit garantieren. Okay, Jungs, weiter. Das war bestimmt gerade Fluch, oder? Rot, Herr Actual. Rot, hör. Frage, hat der Dolmetscher ein Funkgerät bei sich? Komm. Eine Mike. Bagdash, hast du ein Funkgerät bei dir? Ja. Positiv, hat er. Okay, check. Danke sehr. Ich sollte mit ihrem Platoon-Lead auf 49 sein. Bin ich. Okay, super. Der Dolmetscher befindet sich mit dem Platoon-Lead auf einem Kanal. Ja, wenn keiner geht. Jungs, wir ziehen in keine Gebäude ein, wir gehen jetzt halt einfach weiter. Aha. Schüsse. Auf uns. Wir haben Kampfgeräusche im Osten. Da steht ein Zivilist oben am Dach. Wahrscheinlich hat einer nur die Waffe falsch in sicher. Bestimmt. Ah, unser Dolmetsch ist irgendwie stehen geblieben. Stay, hol mal den Dolmetscher nach. Befinden uns jetzt halt am Compound und werden gleich Eindringen und Kontaktaufnahme beginnen. Ja, Actual Check, so verstanden. Ja. Ich würde euch raten, denen nachzukommen, weil das sind ja die Führungsmitglieder dieses Dorfes. Ja, einen Moment, ganz kurz, ich kläre das nochmal mit meinem... Actual für Alpha Command. Actual hat. Der Dolmetscher hat gerade noch ein Haus vor dem Haus des Ältesten Kontaktaufnahme mit Zivilisten gehabt. Diese haben uns zu Tee eingeladen und der Dolmetscher rät uns, mit denen Tee zu trinken, nachdem sie zu den Führungskräften des Dorfes gehören. Weitere Aufgaben kommen. Befehl lautet Tee trinken. Ja, ich hab nichts dagegen, ne, aber... In diesem Haus hier, oder was? Rot, Herr Action. Hört. Lehnt höflich ab. Ihr wollt nicht unhöflich gegenüber dem Dorfältesten sein, der euch eingeladen hat. Und den warten lassen. So verstanden. Unhöflich, deren Kultur das abzulehnen. Ja, ich, das ist auch die Problematik, aber okay, ich sag Bescheid. Ja, also... Ja, okay, Jack, komm mal dazu. Ja. Einen kurzen Tee, okay, etwas super. Plaudern, vielleicht wissen die ja auch schon etwas. Also verstanden, Befehl, Tee trinken, angenommen. Ja, der Kampon befindet sich direkt Südosten. Das ist doch der vom Ältesten. Ja, das ist richtig. Deine Frau ist dem Wollen, geht doch sowieso rein. Mann, Bucky. Okay, Jungs, ne? Erstmal nur Waffen gesenkt oder eingepackt lassen. Ja. So, Bucky, komm mal mit vor. Verstaucht, soll der Medics mal angucken. Rot hier, Actual, komm.
gut hören. Hallo. Salam alaikum. Herr Kjall, können Sie den Besitzer des Campers fragen, ob wir ein Team bei Ihnen reinstellen dürfen? Komm. Einen Moment kurz, wir sind gerade noch bei der Kontaktaufnahme. Salam alaikum. Okay, check. Komm gleich nach. Können Sie mich verstehen? Ganz, ganz schlecht. Ganz schlecht. Sprechen Sie Englisch? Ganz, ganz schlecht. Kommen Sie okay. Rein. Mann, der mit Ihnen gleich redet, kommt gleich nach. Nein, der Mann, der ist draußen. Der redet gleich, kommt rein, Tee trinken. Okay. Jungs, kommt mit rein, Tee trinken. Baktasch? So, alle rein. Eagle Actual wollte doch noch wissen, ob die noch ein Fireteam hier reinstellen können. Gleich, Moment. Wir wollen ja nicht sofort unhöflich sein. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Hier habt ihr Tee und so, ne? Oh shit. ID hochgegangen, ID hochgegangen, direkt am Compound. Seid ihr in Ordnung? Ja. Ja. In Ordnung? Ja, Actual, verstanden. Frage. Ausfälle kommen. Wurden keine Ausfälle, vielleicht der Dolmetscher. Ich sicher hier mal nach Süd. Herr Actual, suchen Sie den Dolmetscher und geben Sie mir Meldung, sobald Sie den haben. Komm. Hier rot, wir haben zwei IDs direkt an der westlichen Außenmauer hochgehen sehen. Dolmetscher liegt am Boden, wir retten ihn ansonsten, keine Verletzten, so wie beim Ältesten keine Verletzten. Ja, komm schon. Jungs, vergesst nicht, ne? Kein EP an ihm. Nur Bandagieren und Morphium, wir bringen ihn erstmal ins Gebäude. So, verstanden. Gebäude bringen, wenn das für sie in Ordnung ist. Ja, tut den rein. Geht mal halt rein, ne? Wir Jungs rein und Tür zu machen. Ja, also wir werden auf jeden Fall Medivac brauchen, wenn der hier kein EP kriegt. Ich kümmere mich mal um ihn. Ist es für sie in Ordnung, wenn wir noch weitere Leute herholen, die hier alles sichern? Ja, komm. Okay. Action für Rotkopf. Actual für Rotkopf. Hier Rot, wir haben Erlaubnis, weitere Truppen hier in das Gebiet reinzubringen, die sichern, und wir benötigen Medivac dann für den Dolmetscher-Com. Hey, guck mal, dass du vielleicht Richtung Osten, wenn da noch ein Eingang ist, den sicherst. Medivac für den Dolmetscher wird vorbereitet, warten auf weitere Befehle. So, verstanden. Da ist eine Treppe hinten. Das ist eine Treppe, oh, das ist fantastisch. Danke für den Hinweis. Also, der Dolmetscher ist jetzt stabilisiert. Okay, verstanden. Bleib du bei ihm. Okay. Die Treppe, so. Kommen Sie. Lass dich von ihm rausführen. Kann ich Ihnen irgendwie noch helfen? Hier, bitte hier hochgehen. Ob er es nicht gerade. Ich habe von hier oben leider keine Sicht nach Osten. Müsste der außerhalb vom Compound nach Osten sichern. Also verstanden. Bleib bitte innerhalb des Compounds, dass wir keine weiteren Risiken eingehen. Check ich sicher vom Dach aus die Eingänge. Aber ich glaube, der Herr hier will mir irgendwas mitteilen. Was? Was heißt denn Frisk Person beim Treat-Menü? Wir sind ja bei Ihnen. Wir werden schon dafür sorgen, dass es gut geht. Stay, hast du Kontakte? Schüsse aus Osten, nicht von mir. Also verstanden. Schüsse aus Norden. Norden werden wahrscheinlich unsere eigenen Truppen sein, die jetzt erscheinen.
Hey, sieh da draußen! Das sie ist da draußen! Zivilist kommt! Zivilist kommt! Eigene. Wollen Sie nicht hier reinkommen, bleiben Sie hier drinnen, hier ist es sicherer. Igel? Ja. Wenn ich auf das Interaction-Menü gehe, rechts oben mit F, da steht Frisk Person, was heißt das? Ich glaube festnehmen, ja. Ah, okay. Danke. So, das doch, wollen wir nicht. Ja. Ah, sehr schön. Er ist bewusstlos, ja, also er ist, lebt nicht. Diagnostizieren nochmal. Schieß ihm mal bitte einfach eine Kugel in den Kopf. Nein. Doch, das machst du jetzt bitte. Warum? Er soll bewusstlos bleiben vom Roleplay her. Ja. Explosion aus dem Nordwesten. Wiederholen. Das war von uns nochmal, dass er bewusstlos bleibt. Ich muss ihn jetzt aber nochmal verbinden. Ja, okay. Sorry, musste sein. Blau hält Position und sichert für den Vormarsch von Grün. Laser, wahrscheinlich. So verstanden. Verbündete aus Nord, Nordwest. Grün. So verstanden. Können Sie mir vielleicht währenddessen irgendwelche Infos schon mal geben? Haben Sie schon seit längerer Zeit hier diese feindlich gesinnten Leute in der Umgebung gesehen? Ja, jede Menge Taliban, überall. Haben Sie zufälligerweise auch gesehen, wir haben ja vor einiger Zeit, waren wir schon mal hier in der Gegend und haben zwei Autos vergessen. Haben Sie zufälligerweise gesehen, wo die sind? Ja. Was redet Sie? Was ist das? Brumm. Das, was vor der Türe steht. Womit du schnell von einem Punkt zum anderen Punkt kommen. Nein, Okay. Schauen Sie mal, wenn Sie hier am Fenster sehen Sie. Blau, Action, weiter vorne, ein Compound Richtung Süd. Blau besteht. Genau, das da. Haben Sie das gesehen? Ja, unsere Straße ist voll von Autos. Nein, von uns. Von uns? Waffen. Rot, Herkchen, Frage Status, komm. Ich habe keine Waffe. Okay. Hier Rot, Status, Grün brauchen immer noch Medivac für den Dolmetscher und ich versuche mich gerade irgendwie mit den Ältesten zu verständigen. Haben Sie britische Auto gesehen? Also britische Car? Was? Nein, kein Jeep gesehen. Kein Jeep. Fahrzeuge aus Süden. Fahrzeuge aus Süden. Im Blick behalten. Vielleicht sind es die Afghanen, vielleicht sind es die Taliban. Das muss ein LKW sein, ha? Ja, das ist eindeutig ein LKW, Alter, wenn das ein Truppentransporter ist. Hört sich nach einem LKW an. Truppentransport. Ist vorbeigefahren. Truppentransport ist weitergefahren. Ach mit. Bleiben Sie mal bitte hier bei meinem Mann in Sicherheit. Ich komme gleich wieder. Ich hole meinen Chef, okay? Ja, bleiben Sie bei mir. Bei mir sind Sie sicher. Nein. Ich kann mit dieser Waffe umgehen. Ich habe jahrelanges Training. Was sagen Sie? Sie müssen langsamer reden. Ich bin sehr guter Soldat. Kann gut schießen mit diesem Gewehr. Sie meinen gut töten. Ich passe auf Sie auf. Sie keine Angst haben brauchen. Okay. Und, Jungs. Hören. Ich komme zurück und währenddessen schnappt euch schon mal den Dolmetscher. Wir sollen ein Compound weitergehen zu unseren Jungs zurück. Ich rede mit dem Ältesten, dass er mitkommen soll. So verstanden, ich nehme den Dolmetscher auf den Rücken. Was machen Sie mit Ahmed? Sichere nach Süden.
Wir müssen uns weiter bewegen. Vielen Dank für den Unterschlupf. Möchten Sie vielleicht noch mitkommen? Wir haben auf der Ach, das ist der wieder wach. Bei Ihrem Nachbarn sind ganz viele von unseren Leuten. Da sind Sie auf jeden Fall sicher und dann können wir erstmal in Ruhe reden, wenn Sie möchten. Ignoriert Sie das, das war Spritze. Ja, ich weiß. Dann kommen Sie mal kurz mit mir mit. Nicht allein gehen, nicht allein gehen. Zweiter IED. Nicht allein, nicht allein. Erwarten Sie, dann nehmen wir den Verwundeten mit. Dann nehmen wir noch Ahmed mit. Ja. Stay, komm mal gleich mit zu dem Ausgang. Der Älteste hat gemeint, wir sollen woanders lang gehen, weil da vorne wieder eine ID ist. Rot, ja, Actual, komm. Okay, doch vorne raus. Hinten gibt's keinen Eingang, aber es besteht noch Gefahr auf eine ID. Rot, ja, Actual, komm. Rot. Wie lange noch, bis Sie den Dorfältesten und den Dolmetscher in den Compound zurückgebracht haben, komm? Sind da. Halt Abstand vom Fahrzeug. Guten Tag. Ahmed wird es bald wieder ganz gut gehen. Machen Sie da, hier ist Ahmed. Bringt ihn rein, bringt ihn ins Gebäude rein. Ahmed ins Gebäude. Ins Krankenhaus für Afghanen. Die darf keine Spritzen bekommen. Ja, wir holen ihn. Wir bringen ihn in ein Krankenhaus. Keine Sorge. Wir machen sich schnell. Wir haben schon. Ahmed ist stabil. Kannst du gucken, was du rauskriegst bei ihm? Von hier. Oder willst du? Nee, mach du ruhig. Mach du ruhig. Gut, dann. Bitte mal. Igel? Ja. Da. Machst du mit ihm weiter? Du hast mit ihm schon weit länger gesprochen. Ich konnte allerdings nicht wirklich viel herausfinden. Das Einzige, was ich jetzt herausfinden konnte, war, dass schon längere Zeit hier Taliban-Bewegung hier war. War das ein Fahrzeug? Das sah aus wie ein Rebellenfahrzeug. Ich werde es versuchen. Ja, das hat eine Tarnung. Okay. Okay, Grünzel, ich stelle dich als Rebellen. Personal Doctor für den Baktosch hier aus. Das okay. Gate bewacht den Eingang hier. Kann ich Ihnen vielleicht was anbieten? Ich habe zwar nicht viel dabei, aber ich habe nur Wasser dabei. Möchten Sie vielleicht Wasser? Nein, alles gut. Möchten Sie vielleicht einen Schokoriegel? Ach, danke, ja. Schokoriegel. Okay, hier, gut, hier Schokoriegel. Erstmal für die Nerven. Sieht nach freundlich aus, bitte. Können Sie mir vielleicht irgendwie etwas erzählen oder so, was Sie beobachtet haben in letzter Zeit? Sorry, warte mal ganz kurz. Ich hab gerade gehört, dass Sie das ist. Ja? Können Sie mir vielleicht was oder vermutlich Verbündeten auf Road Chief, der richtet sich zum Nordwesten. Die Taliban oder so. Ja, wir gehen auf das. Jeden Tag Taliban bei uns in der Stadt. Jeden Tag Taliban. Okay. Wissen Sie wieso? Immer mit Waffen. Keine Ahnung, bei Ahmed oder so. Weiß ich nicht. Das ist gefährlich hier. Der ist schon wieder wach. Wissen Sie, von wo die Taliban immer kommen? Nein, keine Ahnung. Fahren auf Straße. Beschuss ignorieren, Beschuss ignorieren. Leider, sie kommen noch Autos von allen Richtungen. Teilweise wohnen sie hier in der Stadt, teilweise wohnen sie woanders. Sie können überall sein. Lass mich mal kurz durch. Okay. Geben Sie mir mal kurz einen Moment. Zur Information, falls es hier in der Bude ab und zu mal Schüsse fallen sollten, das ist dafür, dass Baktash ohnmächtig bleibt, das soll Maddie weg werden. Das ist so verstanden, deinen Timer nur auf Topi kurz gehabt. Er, der wacht halt immer wieder auf, nachdem wir ihn verbunden haben, deswegen, und dann müssen wir ihn wieder umklatschen. Frag mal den Dorfältesten, ob er mit den beiden im Nebenzimmer kommunizieren kann. Können Sie uns vielleicht einen Gefallen tun?
Im Gebäude. Ja? Können Sie mal für uns vielleicht mit den anderen beiden Männern hier reden? Und vielleicht fragen, was sie gemacht haben und so. Das ist ja wirklich blöd, dass uns genau der Dolmetscher umkippt. Ja, schon. Dass er sich auch da draußen sein Schnürsenk verbinden muss. Naja, soll man auch halten von denen, ne? Also, die haben nicht gerade den beste Ausbildung genossen. Naja, so verstanden, Sicherung am Bruder von technischer Ausbildung beim Militär. Die ist nur der... Hi. Hi. Ja. Ah, Salam Alaikum. Alaikum Salam. Lenzer Actual hier. Lancer Actual, Lancer Actual, hier Lancer Green, kommen. Ja, hier. Den Dolmetscher. Keine Ahnung, ob Sandy von uns noch lebt, aber zum Eingeschützen geworden. Check, lebt noch. Seh du wieder, dann mal gerutscht, viel machen mit. Für eine Sicherung, aber. Ist noch ein Sandy da? Da auf jeden Fall noch ein Sunny. Kann ich dir irgendwie helfen? Ne, ich schaff das schon, aber danke. Alles klar. Noch jemand in den Trümmern. Ja, passt. Dolmetscher, das kann ich dir bekommen, vergiss ich nicht. Okay, Medic, genau. Was ist. Ah, ne, jetzt ist der eine. Au. Willst du mich nicht auf den. Seht ihr, was in diesem Haus im Gast? Ruin, kann ich rausgezogen werden. Ja, dann. Der lässt mich. Wird hier noch irgendwo ein Medic gebraucht? Okay. Ich weiß, der weg. Ach, danke. Grüße. Ja, 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 bin da. Ja, ich glaube, wenn ihr jetzt noch eine Morphin spritzt, dann kippst du um. Nein, nein, mir geht's schon gut, mir geht's schon gut. Okay, danke. Oh, will ich noch einer. Ach, das ist der. Ja, ich bin am scheiß Mainline, ich hab das leider. Schießt du ihn schon, oder? Blutet und Schmerzen. User left your channel. Hat sich schon jemand über, um den Dolmetscher gekümmert? Nee, den darfst du nichts geben. Der muss. Bandagieren darf man. Ja, ja, bandagieren. Er ist stabil. Er ist stabil. Ich meine, was seit dem Gebäudeeinsturz passiert ist, weiß ich nicht. Blutet. Danke. Bandagieren. Ja, mach ich. Guten Tag. Kommen Sie bitte her. Zur eigenen Sicherheit würde ich Sie bitten, in diesem Haus zu bleiben. Bis wir etwas weiteres für Sie finden. Werte Herr Dorfeldbüster. Es hört sich an wie ein Blitz. Und auf dem Bulldog und Mad Max da jetzt mit mir im Channel sind, denke ich mal. Ich hab von zweit jetzt Epi gekriegt, auch nicht schlecht. Wirklich? Naja, besser zweimal als keinmal. Aber nicht bei dir schon mal Morphin. Vergesslich, ne? Wo ein Blitz eingeschlagen ist, schlägt er nicht nochmal ein zweites Mal ein. Also alle in die Hütte rein. Ja. Ich brauch brauchst du was, Igel? Was brauchst du? Ich verpasse mir noch mein Morphium und dann brauch ich nichts mehr, aber okay. So, wo ist der Ahmed? Nein, der Abdul. Bleiben Sie bitte hier drin, Sie reigen. Das ist der Älteste. Okay. Weißt du, kein Epi, kein Morphium, bitte. Ja, nur verbinden. Aber er blutet noch. Oder hat noch. Ja, ich schau ihn mir mal an. Igel. Ich bin Medic! Igel, das ist deiner. Okay, blutet nicht, passt. Ist stabil. Kannst du nochmal nach, ob Sie bitte Antrag unten herporten? Ah, bist du doch fit. Jetzt Igel? Igel ist fit. Alles klar. Der ist rausgelaufen. Der ist rausgelaufen. Igel, wir sind jetzt wieder fit, bis auf den Bugtasch.
Axel? Ja, ja. Warte mal, hol mal Bagdad schon mal auf dem Rücken. Ja, okay. Ist das der Kemet? Ist das unser Medivac? Ah, wiederhole 01830100. Ich will, warte. So. Hol die mal mit rein. Bring ihn mal für mich bitte ins Gebäude direkt hier im Norden rein. Ja, hier kommt von der Verstand. 0183. Arbeit kommt. So, 183. Kürze bewegt du dich auch schon mal in das Gebäude da Richtung. Kann jemand die scheiß Location bitte mal kurz geben? Direkt rein. Ich wollte dich dann nochmal stage. Du passt auf, dass nicht mal reingehen. Außer hier oder so. Pass auf, dass nicht weg. Was? Das ist ein Blitzsinn nach vorne, weil hier neben dir eingeschlagen. So ist das Haus, ist in dem Haus noch jemand drin? Haltet euch schon mal bereit, der Medivac ist wahrscheinlich ja, gleich da. Ist hier in dem Haus noch jemand drin? Ich bin aus der Dier und bin. Okay, okay, kommt schon mal hier an den Eingang. Ja, er ist wieder aufgewacht, ich muss ihn kurz fertig machen. Der muss noch abwandern, werden wir holen ihn drauf. Gerütze mit dem Dolmetscher zum Eingang, wir müssen ihn rausfliegen. Lancer Green, ja, Lancer Blue und Lancer Red, hier Lancer Green, komm. Hier Lancer Red. Lancer Blue, komm. Lancer Red, Lancer Blue, hier Lancer Green, Frage, wer benimmt das Squad Lead, da liegt gerade ausgefallen, kommen. Lancer Blue, übernimmst du Squad Lead? Ich hab hier den Ältesten und den Dolmetscher, um den ich mich kümmere. Ja, so verstanden. Übernehme ich. Hab aber keine große Funke. Rützel, auf geht's. Lancer Blue, hier Lancer Green, ja, das trifft wohl auf uns alle zu. Negativ, Lancer Red, zu Funke kann ich abgeben. Ich lauf so schnell ich kann. Aber der Ahmed hat zu viel Kebab gegessen. Wie geht denn das? Interactive Menü. Ah, okay. Ist drin, ist drin. Der im Compound hier. Bei dem Truck da. Der Compound. So, Jungs, baut erstmal so eine Sicherung auf. Irgendwo, wo gerade frei ist. So, lass mich kurz hier. Jo. Essi? Ja, hört. Guck mal, dass ihr den Feinkontakt da hinten wegkriegt, ja? Aber okay. Das geht nichts. Das geht wirklich nichts. Nee, brauch ich nicht. Geht so. Also, Achtung, oh Gott, den Himmel. So, der Dolmetscher ist da. Oh, ich schau mal wegen dem Ältesten. Rechts ins Gebäude. Amazing. Nein! Damit haben wir wohl keinen Dolmetscher mehr. Ein Foto dran. Gehen wir blind raus. Wir haben zwei ins Gebäude. So, Desti? Hört. Siehst du ein Fireteamer bitte im Süden in den Compound rein? Süden, ja. Was ist? Grün, eins weiter nach Süd, ein Compound weiter nach Süd verlagern. Grün, so verstanden, für Nord. User joined your channel. User left your channel.
Grün, gibt's da bei euch im Osten noch einen Eingang? Ja. Letzter Grün, durch die Dünnmacht, genau. Ja, ich hab das irgendwann mal verlassen, schon jetzt mit den scheiß Männern raus. Jo. Lass den Medic vorlaufen. Ja, ist richtig. Stay, überprüf mal bitte kurz, ob's im Osten noch einen Eingang zum Compound gibt. Wenn ja, dann bleibt da bitte auf Sicherungsposition. Wenn nicht, dann geht zurück. Im Osten gibt's so eine Nische in der Wand. Weiß ich. Dann überprüf mal, ob man da durchkommt. Rot. Wenn nicht, dann wo sind die? Gehst du wieder zurück. Hier, da im Compound, verteilt. Grüß bei dir alles. Ja, alles fit. Na, check, mach weiter Sicherungsposition. Sword-Fragestatus, komm. Durch die Nische kommt man nicht rein. Alles klar, wenn du sonst keine weiter rein. Können wir da durchspringen? Probier's mal. Frage an Compound, welche Richtung kommt? Ja, so verstanden. Was ist? Na, ja, Frage, könnt ihr euch darum kümmern? Komm. Sportlich hier, letzter Green bekommt Feuer von Westen. Ja, das ist so verstanden. Gar nix. Wir machen noch irgendwo die Eigentlich. Aber aus West kommt Feuer rein. Sehe Person Richtung Westen. Person Richtung Westen im Feld. So verstanden. Bewaffnet, nicht bewaffnet. Schwer zu identifizieren. Ja, den scheiß Dorf halt das nicht. Was ist der Typ? Aktuell Status kommt. Zivilist mit Rucksack. So verstanden, wenn sie zu nah dran sind, dann Warnschuss abgeben, aber ansonsten noch kein Feuer eröffnen. Desti, wir haben Zivilisten im Westen im Feld mit Rucksäcken. Frage, weiteres Vorgehen. Wenn möglich festsetzen, wenn möglich festsetzen. Nicht. Zivilist ist Richtung Norden gelaufen. Deine Waffe sind auf die Schießschieße zu. Zivilisten sind Richtung Norden gelaufen. Wenn er auf die schießt, schießt er zurück, wenn nicht, dann nicht. So einfach ist es. Ja, aber wenn Zivilisten mit Rucksäcken auf einmal aus dem so Feld auf dich zukommen, sie zwar unbewaffnet sind, aber Selbstmordattentäter sind. Dann schießt dein Waffe ab. Beobachtet die weiter, wenn die sich näher kommen oder sonstiges, versucht die festzusetzen. Ansonsten achtet, ob sie Waffen irgendwie in Rucksack. Anschluss ab, wenn und ansonsten, wenn es möglich ist, setzt du sie fest dann. Aber behalt sie im Auge und kümmere dich nur um sie, wenn sie wirklich gefährlich nahe kommen. Ansonsten haltet weiter die Augen offen, macht weiter Sicherung, ich bin wieder beim Ältesten. Jo. Rützel, wir mal ohne NVG. Ich bin ohne NVG sichtbar besser. Stimmt, das ist schon relativ hell, ja. Du hast nicht dieses hell dieses Wechseln, wenn du zielst. Ja, ich hab gar keine ACOG mit, aber egal. Hier ist der Seefahrzeug, wahrscheinlich Flak oder Truppentransporter in Westen. Right. So verstanden. Hast du mehrere Personen gesichtet oder so? Ich sehe nur das Fahrzeug. Okay. Ja, genau, check, ich gebe weit. Das ist ein Ridgeback, das ist ein Ridgeback. Das ist ein Ridgeback, den wir brauchen. Ja? Ja. Ja, kurz, ich Eagle, save mein Card, das ist der Ridgeback. Ja? So verstanden, gebe ich an, Desti weiter.
Desti, meine Jungs haben anscheinend im Westen den. So, okay, du warst schon okay. Schon. So, die aktuelle Frage, wie es mit dem Ridgeback auskommt. Ich gehe zu meiner eigenen Gruppe. Ridgeback hätte ich jetzt nicht gesehen mit dem Night Vision, ey. User joined your channel. So verstanden, Spengen. Droht 2-7. Hat einer von euch zufälligerweise Gemlights dabei? Eins habe ich. Ich habe zwei rote und grüne. Komm mal, Stay, komm mal her und wirf mal eins von mir hier in die Bude rein zum Ältesten. Grützel Nordwesten im Flussbett steht ein Zivilist. 227 ist das. Ja, so verstanden. Haben wir Sprengmittel dabei? Oder ja. Echt? Okay, Desti. Ein Team mal weiter Richtung West in den Compound rein. Direkt west von uns. Wo der Laser ihn zeigt? Da, wo jetzt der Laser ihn zeigt. Oh, ja, Sicht. Dahin ein Team mal. Am besten auch zwei und dann probierst du mal mit einem, was die Explosives hat, in die Richtung zu gehen und das Ding hochzujagen, ja? Wenn das geht. Nimm die mit, ich gehe dann mit in den Compound Richtung West. Okay, Grün hält Stellung, Rot marschiert aus Richtung Nordwest in den nächsten Compound unterziehen. Blau mit mir, wir marschieren auch in die Richtung und schon über den Ridgeback springen. Habt ihr gehört? Bitte wiederholen. Eagle und Stay. Ja. Wir sollen in den Compound Nordwest losmarschieren. Sekunde. Das ist die Frage, Befehl wiederholen, in Compound Nordwest kommen. Ja, positiv, ein Compound Nordwest über die Straße unterziehen. So verstanden, mit oder ohne Ältesten? Lass ihn laut. Ältester bleibt beim Platonisch. Lass ihn. Oleg, komm! Igel Tipp ohne NVG, siehst du besser. Echt, so gut. Ja, ist wirklich schlecht. Taschenlampe hat mehr Atmosphäre. Den Compound ein. Achtung! Schwung. Da sind. Ich glaube, das sind die Kohle. Die liegen, die leben. Die liegen auf dem Boden. Okay, check. Erstes Gebäude frei. Oh, da ist noch eine zweite Tür. Bin hinter dir. Haufen frei. Beide frei. Alles klar. Ja, Compound ist sicher. Guck mal, dass sie Sicht Richtung Süd bekommt. Guck mal, dass sie Sicht Richtung Süd bekommt auf Sword. Weil ich bin gleich rot und weg dich dann zum Ridgeback. Richtung Süden, Südwesten. Das hat Desi gerade gesagt. Irgendwas, wir sollen uns Richtung Ridgeback bewegen. Ridgeback ist. Das die letzten Funkspruch wiederholen. Überspringen euch. Okay. Habe Sicht auf Swords. Sieht es bei denen aus? Im Dach liegt einer von denen. Seht ihr, dass das kein Feind ist? Ah, ist ein eigener. Von hier aus nicht so. Nicht so aus. Ja, ist ein eigenes Lager, passt das. Ja. Yeah, actual, go ahead. Standby. Oh, ist jetzt am Respekt. Soll Rot nachziehen? Nee, die schon.
was sollen wir hier nicht? Stand der Zivi da vorhin auch schon am Eingang? Nee. Ja, behalte mal. Ja. Alles kannst du, oder? Igel, wegen den Zivilisten, die hier liegen, lassen wir sie, die hier sind, lassen wir die liegen oder soll ich sie mit Kabelbindern festmachen? Die sind schon mit Kabelbindern festgemacht. Irgendwelche Sichtkontakte? Negativ. Liegt das mit gut? Negativ. Süd-Südwest. Negativ, es kam kein Funk durch. Wir haben, also SWAT hat schon einen Feindkontakt. Wir fallen jetzt hier zurück, ziehen jetzt hier noch 50 Meter so ab. Dann jage ich die Scheiße in die Luft. Ihr könnt schon vor Richtung Süd in den Compound einziehen. Ihr habt Sicht drauf. So verstanden, SWAT, schweres Feuergefecht okay. Richtung Süd in Compound einziehen und SWAT dann unterstützen. Genau, ausführen. Für Grün, Antagon, such dir einen Weg dorthin, zeig mir, ob du einen Weg dorthin findest oder ob wir euch decken müssen, komm. Wir sollten Sicht drauf haben, hat er gemeint. Hat er rechts. Dort befindet sich unter schwerem Feuer und wir sollten zur Unterstützung ein. Der Rest von uns kommt jetzt hier auch gleich nach. Alter. Cannabis. Da fühlen sich manche wie zu Hause. Ich schneide mir ein bisschen was ab für die Heimreise dann. So, Medic nicht wieder. Ja, überspringt's mich mal. Frage, was ist unser Marschziel? Marschziel, das hab ich vergessen. Ha, ja. Ist der Compound südwestlich von euch? Müsste es ein dreistöckiges Gebäude sein? Ja, positiv erkannt. Sollen wir das Set gehen? Das, das Gebäude ist sicher. Naja, positiv ist verkannt. LKW fährt von Süd nach Nord. Grün, raustreten. Stay, zieh mal nach und überprüf weiteres Support. Stay? Ja? Bis hierher oder weiter? So weit wie ihr kommt. Wir haben Teams in Malados. Wenn ihr nach Malados kommt, ihr helfen könnt. Okay, der Compound ist sicher. Gut, Rot hält die Stellung, Grün gibt mir Meldung oder so. Wir gehen noch einen Kompon weiter vor. Ja, sollen wir mitkommen? Nein, wir sollen Stellung halten. Holek? Ja, ich weiß schon, aber ich mein mit Zayt. Letzter Grün raus. Ich geh mal da aufs Dach. Desti, Gottvater geht ein Kompon weiter. Frage, sollen wir mitgehen oder Stellung halten? Ja, bleib. Ich sitze nie Teil des Wortkopf. Okay, Rot, wir gehen mit dem Vorder mit. Haben wir nicht angekriegt. Okay, wir gehen weiter. Obo. Sag dir ganz fein. Ah, ich höre ein Fahrzeug. Facebrand, Grützel, check von wo? Ja, West, Südwest. Ja. Ihr Gottfahrer, benötigen Teleport für Costo zu Zayt kommen. Gut, Blau marschiert nächsten Compound Richtung Süd, Grün zu bald da nachziehen, auch nach Süd in den nächsten Compound. Rot bleibt bei Gottfahrer, schaut euch. Vorwärts. Ja, check. Tut ihr euch hier irgendwie in Sicherungsposition begeben und wir bleiben erstmal bei Gottvater. Das eigentlich check. Naja, melden wir jetzt was eigentlich, dass wir
gefunden haben und dass der eine nicht ganz hochgegangen ist, aber auf jeden Fall disabled ist und dass der andere sollte schon komplett hoch sein. Wir haben aber die Ausrüstung noch nicht gefunden. Ja, sag, wir haben sie gefunden. Sag, sag das schon mal. Okay. Talk hier, Gottvater, komm. Dann versuchen wir auf unsere Position zurück. Hier, Gottvater, die beiden Fahrzeuge wurden gefunden, ein Fahrzeug wurde gesprengt, die Ausrüstung wurde etwas gefunden, komm. Nee, Gottvater, du musst in der Zeit schreien. Direkt im Westen ist gerade eine Sprengung gewesen. Oh, Kürzen, pass auf. Ich bin von da vom Raketen angeflogen. Das ist safe. Ja, das ist können wir nicht. Wir müssen zerstören. Hab ich. Das ist die Chance. Alles klar. Das schaffen wir sonst nicht, zu heiß dafür. Alles klar. Zerstören oder nichts, fertig. Grüne Actual Status. Igel? Ja. Können wir den Komfort weiter? Talk hier, Gottvater, komm. Was meinst du? Gottvater, Ausrüstungswagen derzeit nicht möglich, haben schweren Feindkontakt. Dran. Können die Ausrüstung. Okay, wir gehen gleich weiter. Ein Komfort Richtung Süden. Berg, ein Komfort Richtung Süden. Hier Gottvater, wiederhole. Berg der Ausrüstung, der ist nicht möglich. Schwer. Hier irgendwo in den Compound rein. Nicht durch, ne? Ich bin nicht durch, scheiße. Oh, er hat's geschafft, da geht's. Wie würdest du mir sein, diese Tricks? Sword und Lancer hier, Actual Fragestatus. Grüne Actual Status. Ja, Sicherungsposition, zur ersten Hälfte hat den Komfort bezogen, zweite Hälfte zieht nach. Frage, wurden beide Ridgebacks schon erkannt? Kommen. Ja, positiv, beide Ridgebacks erkannt. Bei dem einen Ridgeback haben wir unsere Sprengladungen dran gehabt, der andere wird durchs Wort gesichert. Actual hier Green, Frage, sind Sprengmittel auch für den zweiten vorhanden? Kommen. Momentan unklar, ich werd's raus. Actual hier Green, Hinweis, ich verfüge selber über Sprengmittel. Oh Gott, Vater, go ahead. Green, Ende. Hey, Gerüstel, siehst du bei dir die Granaten im Waffenmenü? Wenn ich und Jungs, wenn ihr irgendwas anzumerken habt, könnt ihr mal damit rausdrücken. Den einen Ridgeback, den du vielleicht mal welche Granaten naja, man muss 7 drücken, dann kann man sie durchschalten. Ah, sehr geil, danke. Und die Explosivgranaten noch 6, oder wie? Ja, voll. Ja, sehr geil, danke. Gut zu wissen. Ja, so verstanden. Frage, bekomme ich eine genaue Position von dem Ridgeback? Komm. Auch nichts, oder? Also, ich bemerke das nicht mal leid, wie stark. Schießt
Ich hab einen Mann auf dem Dach. Waffe. Oh, Feind. Ein feindlicher Mann auf dem Dach. Ich kann auch noch mal die Trace entfliegen. Der ist gerade runtergegangen. Grün im Feuerkampf Richtung Norden hatten dort einen verdächtigen Rogue. Von hier aus 017. Ja, das ist so verstanden, Grün. Wie lange braucht ihr noch, bis er von zur Position? Actually, Green ist unbekannt, wir noch gerade im Feuerkampf. Warten Sie eine Minute. Actual Frage sind Sie, kommen also. Jo. Jungs, könnt ihr noch warten oder wollt ihr auch wieder ein bisschen Action haben? Action! Alles klar, ich schau mal, dass ich Action dann Punishment. Das ist die für Eagle. Nee, passt. Ja. Frage, haben wir weitere Befehle? Meine Jungs werden langsam trippen. Ja, so verstanden. Frage nach Europa. Aktuelle Position dürfte eine Sierra. Ja, aktuelle Position ist im Compound auf Koordinaten 187286, komm. Ja, so verstanden, warte. 185297, so. Ja, es ist so verstanden. Richtung Nord weiter vorverlegen, sucht so, dass ihr ungefähr an den Stadtrand rankommt, also beziehungsweise die Schüsse aus der Welt Bravo und Kium oder von Südwest kommen immer näher. Sind das Verbündete oder Feinde? Sekunde, im Norden dürften direkt eigene sein. Im Compound ja eigene. Das ist die Frage, aus Norden kommen wir doch gerade hier. Wir sind jetzt von Norden nach Süden marschiert, warum sollen wir dann wieder nach Norden? Hä? Nope, wir sind im Rücken aus Süd auf Norden zu. Klar. Ach fuck, nope, sorry, negativ. Ich hab auf meinen scheiß Checkdeck geschaut. Ja klar, nach Süd runter war nicht, sorry. Lord. Ich wollte nämlich ja, schon sagen, okay, alles klar, wir ziehen nach. Mein Feld hat auf falschen Kompass geschaut. Okay, Jungs, ja, auf geht's, wir stürmen weiter vor Richtung Süden. Kommt an die Stadt ran. Gottvater, verstanden, Ende. Also, hab verstanden, ich zieh mit meinen Jungs nach und search and destroy. Grün, Frage nach Position. Grün, auf Koordinate 185 zu 310, immer noch der Compound, den wir beziehen sollten, hatten Kontakte im Norden und im Nordosten des Osten ausweichend, hatten mindestens 2, 3 Gegner sind erstmal ausgeschaltet bzw. haben sich zurückgezogen. Komm. Holy shit. Ja, hast du so verstanden, wenn ihr dort eine gute Position habt, haltet die ansonst selbstständig Richtung Südost verlagern, bis ihr wieder eine bessere Position. Pakete, glaube ich. Actual hier, Grün, wir halten unsere Position für vorteilhaft, da wir sie dann notfalls nach Süden mit Feuer decken können. Kommen. 250 auf dem Gebäude. Erst so verstanden, dann halt. Gegner auf Balkon down. Sauber da, aber. Igel, weg hier. Weg zurück, Bänger. Igel, getroffen, ne? Ich mach das. Was? Der zweite Ridgeback ist vollständig zerstört. Hier Rot, unser Fireteam-Leader ist derzeit außer Gefecht, wir kümmern uns um ihn. Achso. Was machst denn du mit dem Igel? Hier war eine RPG, deswegen.
Du, kein Problem, ich bin Medic, ich kümmere mich um ihn. Okay. Danke. Ich bin wieder da, der Medic von dem kümmert sich um. Rot bei euch, Status? Wir sind noch nicht einsatzbereit, Eagle ist noch down. Ja, Eagle ist noch down, wir sind noch nicht ready. So verstanden, sobald ready auf meiner Busse nachverlegen. Trennung, Frage, grün, bei euch alles gut. Alter. Ich gebe dem Morphium noch. War das jetzt eine RPG oder eine? Keine Ahnung. Ich glaube RPG. Wir sollen jetzt dann auf Position. Okay. Wo ist denn der Test? Ich brauch nochmal ein Morphium, glaube okay. ich. Rot. Fireteam Lead ist wieder da. Kriegt noch ein Morphium und dann ziehen wir nach. Hey, geht jetzt weiter meine Deckung, weil aus dem Gebäude. Actual hier grün, wir stehen unter Feuer, haben einen durch die Situation verloren, einer ist verletzt, die Kugel schlagt in die Wände, Feuerkampf Richtung Osten. Ja, hast du verstanden, haltet die Stellung, wir ziehen gleich zurück. Was, seid ihr alle in Ordnung? Ja, rot ist grün. Du bist getroffen? Okay, gut, dann. Ich hab dich gerade untersucht, du bist in Ordnung. Okay. Ich habe keinen einzigen Gegner gesehen bis jetzt. Ich habe schon zwei gekillt. Ich habe auch noch keinen gesehen. Seid ihr versorgt alle? Ja. Auf geht's weiter. So, wo genau ist denn Desti? Ich glaube, der ist in dem Compound da links, oder? Keine Ahnung. Springen wir mal kurz rüber und überprüfen. Tagon, kannst du mir nochmal Koordinaten durchgeben von deiner Position? Eigene Position ja, laut GPS 184 zu 310. Wir hatten immer noch Kontakt im Osten, haben mehrere Verletzte, einen Ausfall bekommen. Ihr Fahrzeug, Audio, Geräusche Richtung Südost. SD, wir sind wieder anwesend bei dir, ne? Ja, hast du so verstanden. Ich stelle nochmal Koordinate 184308, ja, positiv. Hat er 308 gesagt? Warte, ich hab den. Igel, hast du gerade Datagon im Funk gehört? Korrektur, Koordinate 184310, eigene Koordinate grün. 184310. Da ist. Okay, ich wiederhole nochmal 184310, jetzt habe ich eure Position erkannt. Wir fallen auf eure Position. Was ist? Seht. Los! Alle Truppen Richtung Nord, so schnell wie es geht. Jawohl. Ja? Rot vorwärts Richtung Nord, Zielkoordinat ist 184 3. Da wo du hin wolltest, oder? Wir machen es überschlagen, rot steht, blau läuft, sobald in der Stellung. Ja, was haben wir? Jetzt haben wir dies. Wir machen hier eine Sicherungsstellung, lassen die anderen kurz vorgehen. Okay, rot steht vorwärts. Ihr wisst, was überschlagenes Vorgehen ist, ne? Ich bin mies fit! Halt ihr Pose ein bisschen vorne, voll im Feld an der Wand, sind wir wieder nachher. Okay, check. Ganze Scheiß kommt auf uns. Ich hab ab. Und da laufen wir hin! Ja, weiter vor. Zieh mal links vorbei. Ja.
überspringe links. Ich ruhe bis zum Kommen. Spring direkt an die Mauer. Jo. Ritzel, guck mal kurz durch die Lücke da. Mhm. Nee, das ist der eigene drin, ja, genau. Ja, Rot steht jetzt wieder. Das dürften die eigentlich ja sehen. Habe ich jetzt nicht gefunkt. User joined your channel. Rein. Auflösen. Sucht euch eine Sicherungsposition, oh, schaut, dass ihr kein Cluster. Check. Wir sollen den Südosten ungefähr abdecken, also sucht euch eine Position. Check, bin im Gebäude. Das ist glaube ich eine fliegende AK, oder? Ja. Nee, das ist eine Britenwaffe. Nicht ihm nachlaufen wird. Mitkommen, Blau. Pixel und Frucht mit. Blau, Mark. Mitkommen, Blau. Hallo. Rot hier, Grün. Wir müssen eure Position einrauchen, um für eigene Person zu rechnen. Pixel und Frucht. So verstanden. Jungs, passt auf. Grün muss unsere Position einräuchern, um den Verwundeten zu bergen. Stay, hörst du eigentlich auch auf dem squad-übergreifenden Channel? Nur unseren, okay. Willst du da auch mithören? Ja, ich höre nämlich die ganze Zeit mit, deswegen ist es für mich nicht nötig, dass du es wiederholst, aber der Stay ist nicht auf der Frequenz. Ja, ich... Stay, willst du dann auf dem anderen Kanal mithören oder ist es dann zu überfordern? Mir ist es egal. Kein Problem damit zuzumischen, wenn noch eine Funke über die Füße geht. Muss sehen, ja. Weißt du, wie du das mit dem zusätzlichen Kanal machst? Alt? Nein. Steuerung P, um dann der Funke. Richtig! Achtung! Irgendwas ist hier gerade vorbeigezischt. Frage nach Auftrag, sind wir im Norden untergezogen, weiter zurückfallen, ich bin im Ziel aufkommen. Ist das eine Steinmauer oder ist das? Du drückst STRG P, um dein Funkgerät zu öffnen. Ja. Und dürftest du ja jetzt noch die 61 darstellen haben, ne? Dann drückst du unten rechts bei dem Tree aufs Plus, dass du Kanal C2 stehen haben solltest. Ja. Gibst oben dann die 60 ein. Nordwest auf dem Ridgeback. Auf ENT, um die Frequenz festzulegen. Ja. Dann kannst du unten, der Pfeil nach links, musst du andrücken für zusätzlichen Kanal festlegen. Ja. Und dann musst du noch, wenn du möchtest, ganz, ganz links. Dann musst du jetzt halt, wieder einfach auf, ja, wenn du draußen bist, dann musst du auf Num-Block 1 drücken und ansonsten einfach nur wieder auf Kanal 1. Also jetzt habe ich dann in dem Fall auf dem linken Ohr... Okay, auf dem linken habe ich unseres, auf dem rechten nicht übergreifen. Die ganze Zeit ist da nichts zu sehen. Ja, warte. Schießen, cool, hallo, Radio Check. Hat du das Lautsprecher angemacht bei uns? Immer. Check. Du hast den Lautsprecher bei dir angemacht. Geh mal nochmal auf STRG P. Und dann der Pfeil, der nach rechts geht. Ah, Headphones, okay, ja. Dann musst du wieder ausmachen und dann
Genau. Hab ich, danke. Okay, Radio Check bei uns. Radio Check. Ja. StayQL, Radio Check übergreifend. Radio Check. Und jetzt kannst du mit Namenblock 1 wieder auf Kanal 1 gehen. Alles und wenn du mal auf dem zweiten gucken musst, musst du da einfach nur auf 2 drücken. Oh, danke. Sehr gut, dann können wir uns die Wiederholungen sparen. Desti für Eagle kommt. Holy fuck! Ja, das war nahe. Das ist scheiße. Desti für Eagle kommt. Sag denen mal, dass der Desti down ist, ha? Team Blau, ich glaube, Desti ist down bei euch. Nehmen wir immer die ruhigen Ecken. Ja, ich sehe keinen einzigen Feind. Ich habe geglaubt, ich kann töten. In der Army. Wir sind gerade auf Erkundungstour nach Desti. Check. Fahrzeug auf Südwest. Fahrzeug auf Südwest. Blau hier grün, einzelne Schüsse aus dem Ost. Richtung West jetzt. Richtung West, der kreuzt uns gerade. Bewegt sich Richtung Nord. Ja, kann ich hoch. Ja, bist ein bisschen Zielscheibe da oben. Ja, ich weiß, ich bleib auch nicht lange da oben. Da sind überall eigene Truppen, da sind überall eigene Truppen. Grün für Rot kommt. Oh oh. Rot hier grün kommt. Das ist ein Frogfoot. Frage, wie es bei euch der Stadt ist. Wir haben sporadische Kontakte im Nordwesten bis Nordosten. Einer ist ausgefallen, komplett Ausfall. Ansonsten sind wir soweit grün. Munition geht langsam zum Neigen gekommen. So verstanden. Rot ist in allem grün, haben keine Kontakte. Bei Blau ist der Fireteam Lead SQL momentan ausgefallen. Die dürften sich gerade drum kümmern. Und im Westen sind schon Mörsereinschläge zu verzeichnen. Es ist der gleiche. Desti? Total. Ich hoffe in diesem Spiel. Ich spiele kein. Gut, die Grünfrage, übernimmst du das SQL, solange SQL am Boden? Oh. Moment, SQL. Ja. Was gibt's? Vielleicht spawnen sie dann wieder hinter uns, so wie gerade eben, wo sie wieder am Punkt spawnen, wo Westen ich war. Sind unsere. Wixnux wieder. Beam. Wohin müssen wir verdammt nochmal sehen? Sag mir einen scheiß Zielpunkt, an den ich muss. Gib mir eine Landezone, ich funk's nach Land. Sag mir, wo ich hin soll und nicht irgendwie in Richtung Nord. Den scheißen Nordwesten. Kannst du vergessen, den Nordwesten kriegst du nicht. Du schaust raus, die campen da drüben mit ihren SVDs wieder. Wie wär's mit dem Kampfhubschreiber? Der soll den Ridgeback wegkehren. Warum überhaupt eine Infanterieeinheit für so einen Scheiß draußen? Der scheiß Apache soll zwei Raketen abfeuern, bitte. Ja. Kampfhubschrauber sollte er kommen, ist nicht da, ich komme. Der Fahrzeug Richtung Osten. Talk hier, Godfather, komm. Wozu kannst du das bestätigen? Na, ich höre es, aber ich sehe es nicht. Ah ja, da. Ja, ich glaube, das war was Ziviles. Das war ein Jeep oder sowas. Jungs, wisst ihr was? Wir machen jetzt, nachdem sie hier keine Bewegung ist, kommt mal nach Norden zu meiner Position. Check. So verstanden.
gebt uns gleich Deckung. Was hast du vor? Okay, Jungs, folgendes. Im Norden ist der Ridgeback, den wir zerstören müssen. Dort sind auch die Feinde und nachdem hier keine Bewegung ist, wir tun die komplette Fläche zu smoken und gehen darüber. Okay, ich habe 15 Rauchgranaten, ja. Gito. Gut. ULG Rauchflieh. Okay, macht euch bereit. Sollen wir smoken auch oder nur laufen? Desti, ist das in dem Compound da drüben? Nein, Richtung Igel, warte. Nord? Igel. Ja? Igel, warte. Wie lang soll man denn jetzt... Ja, wenn, wir haben schon Helikopter angefordert, der kam nicht, dann wird Dings bestimmt auch nicht angefordert. Es kommt gerade schon die ganze Zeit Artillerie rein. Wir gehen da jetzt einfach hin. Ach du Scheiße! Oh shit, geht down, geht runter, geht runter. Schade. Von wo? Südosten. Jo. Ich hab doch so viele, ich schmeiß dann auch. Wir sind beide in Ordnung. Boah, ich hab grad nur weiß gesehen die ganze Zeit. Weißt du, was das im Westen ist? Sind das eigene oder? AI hab ich auch. Ich glaub, das sind eigene. Ja, das müssen eigene sein. Okay. Frage, befindet sich im Westen eigener oder Feindkontakt? West sollte eigen sein, Feind ist im Osten, oder? Oh. Okay, Desti? Ja. Wir gehen jetzt dran. Gehen wir? Warte, wo ist Desti? Desti ist da. Was hält sie von der HI-Kalbus? Sollen wir nicht zuerst alles aus dem rausziehen und dann springen? Ja, wir versuchen euch irgendwie zu decken. Aber ich verspreche dir einfach... Ja, scheiß drauf. Wir machen jetzt irgendwas. Esti, wir sehen uns in der Hölle. Wir müssen darüber, ne? Richtung Norden, wo der Compound gleich ist, wieder in die Ortschaft zurück. Ja, ich laufe dir einfach nach. Okay, gut. Oh scheiße, ich glaube, das war eine Explosivgranate. YOLO! Braucht alles ab! Sind an der Außenmauer angekommen. So. Hey Jungs. Kann ich das dreistöckige Haus nochmal näher Gewehr reinschießen? Im dreistöckigen Gebäude sind Feinde, okay. Ja, warte, ich schieß nochmal näher Gewehr drauf, dann kannst du rein. Wo ist denn das dreistöckige Gebäude? Ich hab keine Ahnung. Was er da meint. Ach, das